Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einer Runde Arena Commander. Ja, ihr wisst alle, was das bedeutet. Wir ballern ein bisschen mit Schiffen. Und mit wir ist, eigentlich wollte ich erstmal so ein bisschen was erzählen, aber ich begrüße ihn sofort, den Ehrengast, den schönen Rötti. Grüß dich, Rötti. Hi, grüß dich. Jetzt war ich gar nicht vorbereitet. Ja, siehst du. Die Pläne sind immer öfter als anders, als man so sich sie plant, ne, vorher. Ja, ich wollte euch eigentlich ein bisschen erstmal was über den Arena Commander erzählen, auch für die Neuen unter euch. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen Schießen mit Schiffen zu üben. Und zwar könnt ihr hier euer Schiff aussuchen. Ihr könnt auch Schiffe leihen, ne, das müsst ihr mal reingehen. Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, eure Schiffe zu customizen. Das machen wir natürlich ganz kurz einmal, denn wir werden das Ganze heute mit der Arrow machen. Aber so wie das aussieht, sieht die noch sehr, sehr gut aus. Ich muss aber kurz auf meine Komponenten gucken. Die sind auch noch alle sehr gut, denn ich hatte mir die geliehen. Die könnt ihr natürlich hier unten auch allein mit euren Racks, ne? Hier steht Rack. Das ist eine Alternativwährung zu UEC, die ihr im Verse habt. Racks sind Währungen oder ist eine Währung, die könnt ihr im Arena Commander und auch mittlerweile, glaube ich, in Star Marine, ne, verwenden und dann vielleicht irgendwann, so Gott oder besser Chris will, in Theater of War. Ne? Man weiß es nicht so genau. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kriegt ihr die Racks, indem ihr hier Sachen durchspielt, oder ihr kriegt Racks, indem ihr eine Subscription monatlich da lässt. Ich glaube, das waren 10.000 bei den wie sind sie? Imperatoren, ne? Und 20.000 beim Centurion, ne? Glaube ich, so war das, ne? Meine ich. Oder war Imperatoren höher? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, der Niedrige kriegt 10 und glaube, die anderen kriegen 20. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall seht ihr hier, ich habe schon 2 Millionen ungefähr und damit kann ich natürlich ordentlich einkaufen, weil ihr seht, das ist alles nicht so teuer. Deswegen richte ich mir die Dinger hier mal ganz anständig auf. In der Schiffsliste habt ihr letztendlich die Schiffe, die ihr auch besitzt. Ihr könnt aber auch, wie gerade schon gesehen, euch Schiffe ausleihen. Das sieht aber alles hier sehr, sehr gut aus. Deswegen gehen wir wieder zurück. Rödi, was für ein Schiff nimmst du? Ich nehme die Arrow. Auch die Arrow, ja genau, nehme ich auch. Ne, und da gibt es hier noch ein Leaderboard, aber ich glaube, das ist gerade, leer. Das macht gerade keiner. Nee, ich glaube, das... Oh doch, hier, da ist ja was. Sehr, sehr gut. So, wo stehe ich? Stehe nicht hier. Naja, wen wundert's? Genau, warum wir das auch natürlich machen, ist, ich habe ja, wie ihr wisst, ein neues Setup, Joystick und Rotas. Und wenn man ein neues Setup hat, was das angeht, fängt man praktisch... Ja, ich sag mal, 40% an neu zu fliegen. 60% ist so Kopf, das bedeutet, man weiß theoretisch, was man machen will, aber die restlichen 40% sind der vom Kopf durch die Arme in die Finger, praktisch dieser Befehl, der dann irgendwie unten irgendwann ankommt und dann wird noch das Alter multipliziert und dann muss natürlich noch der richtige Finger sich bewegen und das sind die restlichen 40%, die man komplett neu lernt. Und deswegen dachten wir uns, wir fangen heute mal im Multiplayer an, denn dort werden wir auch schöne Nebeneffekte haben. Das zeige ich euch dann gleich, wenn es fertig ist. Und fangen mal ganz easy peasy mit dem Vendul Swarm an. So, und hier oben laden wir den Rötti ein. Das dauert immer so ein bisschen, bis der kommt. Da drückt man auf Invite. Ne, das müsst ihr auch hier machen. Da könnt ihr vorher keine Party machen. Ne, könnt ihr zwar machen, bringt zwar nichts, aber ne, ihr könnt alles machen, wenn ihr wollt. Aber das müsst ihr hier machen. Ne, und dann ist es irgendwann da. Und dann muss ich jetzt hier irgendwo in der unendlichen Liste den Rötti suchen. Ne, irgendwo steht er. Man weiß es nicht so genau, wo... Kann man da jetzt R drücken oder so, dass er vielleicht filtert? Nee, leider nicht. Das gibt's nämlich noch nicht. Ich drück mal R. Nee, ne, das ist halt leider hier alles noch so ein bisschen... Ich hoffe, das wird bald überarbeitet. Die wollten das ja ein bisschen überarbeiten, das Ganze. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so... Ah, hier, da ist er. Jetzt muss man schnell machen hier. Zack. Und Invite. Und dann kriegt der Rotti einen Invite. Hat er. So, dann geht man hier auf Cancel und dann ist er da. So, dann muss der hier unten seinen Haken setzen und wenn der soweit ist, so, dann wird das hier grün und wir machen dann Find Match. Und was für eine Map wir jetzt bekommen, ob das die Broken Moon oder Dying Star Map ist, das müssen wir sehen. Ich hoffe nicht die Dying Star, weil die ist teilweise so nebelig, dass man gar nichts sieht. Wirklich, man sieht noch nicht mal seine Nasenspitze. Wir haben Glück, ne? Es ist nicht die Dying Star Map. Sehr, sehr schön. So, jetzt drücken wir auf X, dann kann das losgehen und dadurch, dass wir jetzt mindestens 2 Spieler sind, das sehen wir, wenn wir F1 länger gedrückt halten, der Temal 972 ist auch noch mit drauf, machen wir das jetzt hier zu dritt. So, Rötti, viel Spaß. So, und okay. Ich hoffe, dass ich hier nicht explodiere mit meinem neuen Dings. Mit deinem neuen HOTAS. Mit meinem neuen HOTAS-System, genau. Ich habe mir meine Knöpfe so belegt, dass ich wirklich überall gut rankomme, ohne wirklich irgendwas... Die Hand wegzunehmen, ne? Aber ob man das dann, siehst du, jetzt habe ich schon falsch gedrückt. Ich wollte ihr eigentlich den. Ja, so ist das. So, ein bisschen höher gehen wir. Da schießen sie schon mit Raketen. So, wo habe ich das? Da habe ich das. Sehr, sehr gut. Da rauscht sie vorbei.
Und dann werden wir den ersten hier erstmal schön zerlegen, würde ich sagen. Schüssikowski. So, kriegen wir 1800 Punkte für. Die anderen kriegen das natürlich auch. Das seht ihr wieder, wenn ihr in F1 gerückt haltet. Ne, der Rötti hat auch schon 18 Punkte. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir da nochmal. Ne, dann haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Kumpels hier. Ach, das ist die Rakete. Die schaltet er natürlich auch auf. Ne, ich glaube, das ist... Ich habe Nearest Hostile habe ich belegt. Und dann schaltet er natürlich auch die Raketen auf. Das sind ja auch Feinde. Ne? Letztendlich, auf irgendeine Art und Weise. So. Leute, ich habe dir geholfen. Sehr gut. Super, oder? Ich habe aber trotzdem zwei Pits, ne? Hatten wir letztes Mal kurz drüber gesprochen, kannst du dich erinnern? Oh, okay. Dann hast du Laser Cannons und Laser Repeater ausgerichtet oder ausgestattet? Nee, ich habe beides mal Laser Repeater. Einmal den Bulldog, glaube ich. Oh, das glaube ich aber nicht. Weil das habe ich auch. Bulldog und Panther habe ich. Genau. Habe ich aber auch. Ich habe keine zwei Pits. Das ist ja merkwürdig. Pips. So, die wollen es wieder wissen. Wir geben aber erstmal Gas. Wir werden erstmal dem Kollegen da oben helfen. Ich weiß gar nicht, ob der andere überhaupt mitmacht hier. Glaube nicht. Der will nur Punkte abstauben, will der nur. Der denkt sich auch, lass die mal machen. So, ja, das neue Hunter-System ist einfach der Knaller. Wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen. Ne, ist schon ein bisschen besser geworden, ein bisschen gut habe ich schon. Oh, hier, da kommen sie. So, hier ist Hostile. Das wird wahrscheinlich der hier sein. Den werden wir gleich mal hier für seine Unverfrorenheit bestrafen, dass der uns hier beschießt. Das geht ja mal gar nicht klar. So, Schraubenschlüssel müssen wir immer einsammeln. Am Anfang ist das nicht so wichtig, aber irgendwann wird das auf jeden Fall wichtig. Und versuchen, nicht gegen Wachs zu fliegen. Das ist auch ganz, ganz enorm wichtig, teilweise. So, dann haben wir noch einen. Dann machen wir den nochmal platt hier. Ja, das sind alles noch, ja, so ein paar Dullewutz-Venduls, die hier fliegen. Das wird alles noch besser. So, und wir müssen natürlich aufpassen, dass uns die Gegenseite in die Karre ballern, ne? Ja, du passt ja auf. Ich passe auf. So, 9 Wellen habt ihr da oben, ne? 4 Respawns, die kommen aber auch wieder dazu. Wenn ihr länger durchhaltet. So, dann haben wir wieder einen. Da hatten wir einen. Ja, die Schraubenschlüssel können wir links liegen lassen, wenn wir sie nicht jetzt unbedingt brauchen. Eine Refuel brauchen wir eigentlich gar nicht. Und die Raketen heben wir uns auch noch ein bisschen für später auf, würde ich sagen. Irgendwann merkt er auch, dann werden das keine Blades mehr sein. Das ist jetzt zum Beispiel eine Skies hier. Normale Skies. Ne? Und dann irgendwann werden das auch so Piloten, die haben dann Namen. Ne? Pitbull zum Beispiel. Super, ne? Vendul, der Pitbull heißt. Und die sind dann richtig gut. Die machen anderen schon teilweise auch mit einem Schuss fertig. So, noch ein. Das Schöne ist halt, wenn man zu zweit fliegt, dass die einen nicht immer, also dich nicht immer aufs Korn nehmen, sondern halt auch mal zu einem anderen fliegen. Ne? Wenn ihr das alleine hier spielt, das schafft ihr auch, ne? Gar keine Frage. Aber dann sind die halt, dann kommen die alle auf dich. Ne? Das ist wirklich teilweise echt ein Problem. Läuft's, Roddy? Ja, läuft. So, das ist auch eine Skies hier. Ne? Umso besser die Piloten werden, umso mehr nutzen die dann auch Flares zum Beispiel, ne? Wenn sie halt mit einer Hand an Raketen drauf schießt zum Beispiel. So, das ist mit unserem anderen Kollegen hier. Ja, der macht nichts. Na gut, wusste ja eigentlich. Nochmal wegballern, oder? Wenn er nichts macht. Ja. Ich glaube, da gibt es Minuspunkte. Ja, der ist doof. So, ich bin viel zu schnell. Hat das Glück. Also ein bisschen über Standard Maneuvering Speed, dann passt das schon. So, wir uns mal die hier vorknüpfen. Hat der sich auch überlegt. Target destroyed. So. Läuft doch, oder? Ja, läuft gut. Die Aereo, die ist halt, hat halt den Vorteil, die ist super, super wendig. Die wird halt nicht so gut getroffen. Aber man muss sagen, auch wenn das jetzt hier vielleicht so einfach aussieht in der vierten Welle, das wird sich ändern. Und die Venduls sind teilweise auch richtig stark. Manchmal explodiert man auch so random. Da weiß man gar nicht warum. Da
trifft einem wahrscheinlich so ein Super-Dendel mit einem Schuss. Vermute ich mal. So, was mich jetzt auch so ein bisschen stört, dass ich mein Schiff nicht sehe. Normalerweise wird das im HUD eingeblendet. Siehst du dein Schiff? Im HUD. Also praktisch nicht auf dem MFG, sondern im HUD. Unten ist das weiter, ne? Unten links. Ja, genau. Das meine ich nicht. Meine oben. Manchmal sieht man das da. Manchmal aber auch nicht. Warte mal, ich habe einen Chat eingeblendet. Vielleicht deswegen? Nee. Naja, ich muss mir leider nicht mal umstellen. Das ist auch eine Sache, da hoffe ich, dass das mit der 3.18 kommt, dass die MFDs so bleiben, wie man sie einstellt. Jetzt im Arena Commander nicht, ne? Aber auf jeden Fall im Verse, das wäre natürlich ein absoluter Traum. So, hier, der hat jetzt den hier aufs Korn genommen, deswegen eiert er natürlich ein bisschen rum. So, die Gelegenheit werde ich jetzt mal schnell nutzen und mir mal die MFDs hier umstellen. So, warum habe ich eigentlich die Flügel eingefahren? Das ist kein Mensch, ne? So, hier machen wir mal das hin. Und hier machen wir mal... Sonst ein bisschen beeilen. Ja, obwohl das mit den Schilden das reicht. Obwohl, nee, ich will mein Schiff sehen. Hier ist Safe-Status. So, und dann fahren wir mal hier die... So. Und los geht's. Pendulum Swarm, wie gesagt, ist so ein bisschen die einfachere Nummer. Pirate Swarm wird dann ja, ein bisschen komplizierter. Das werdet ihr dann aber auch sehen. Da ist in der ersten Welle auch, glaube ich, schon dreimal so viel los. So, wäre jetzt ganz cool, wenn man irgendwie das so einstellen könnte, dass er nicht die Raketen aufschaltet. Aber ich glaube, dann müsste man wahrscheinlich Enemy irgendwie, nicht Hostile. Vermute ich mal. Aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Schön. Zu meinen Schraubenschlüssel einsammeln. Das kann gar nicht schaden. Aber erstmal nehmen wir uns hier den Kollegen hier noch vor, obwohl der ist so weit weg. Nehmen wir erstmal den hier. Aber sieht eigentlich noch alles taufrisch aus. Wie sieht es bei dir aus? Alles noch grün, im grünen Bereich? Ja, alles noch grün. Sehr gut. Da mein Pips, das ist halt doof. Ja, das ist echt doof. Ja. Also im Prinzip rocke ich das hier gerade nur mit einer Knarre. Ja, Hauptsache mit der Hauptwaffe. Ja, das ja, passt doch. Ich habe irgendwann mal beim Training, habe ich die oberen Waffen verloren, also die beiden Bulldog Repeater. Ganz ehrlich, das hat überhaupt kaum einen Unterschied gemacht. So, jetzt wollen wir uns mal den hier holen kurz. So, Welle 6. Jetzt wird es langsam ein bisschen spannender. Jetzt kommen auch langsam die Kollegen, die so ein bisschen besser sind. Aber ab Welle 8 wird es erst richtig spannend. So, können wir mal eine Rakete loswerden, glaube ich. Oder sagen wir mal, nehmen wir mal 2. Wie? Ja, da hier hat er ein neues gezündet wahrscheinlich. Der kleine Vendul. Ich fühle mich nicht so wohl. Die Pips, die sind jetzt irgendwo. Die hängen gar nicht mehr an den Schiffen. Kennst du das? Hast du vielleicht Leckpip an? Nee, jetzt bin ich aber... Bist du dir sicher? Guck mal, ob du nicht Leckpip aus Versehen anhast. Sicher nicht. Weil das hatte ich nämlich auch mal und dann war alles völlig verrückt. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt überhaupt auf welchen Knopf ich das kriege. Mal gucken, dass wir hier nicht drauf gehen, gerade bei lauter diesen Vendulske-Schieße hier. Ich glaube, ich gebe mal Gas kurz. Das ist mir jetzt mal ein bisschen zu wild. Und dann lieber einmal kurz flüchten, Schild im Auge behalten, dass die einem hier nicht zerlegen.
dann wieder umdrehen. Ne? Das ist halt das Schöne an der Arrow. Die ist halt sehr, sehr schön wendig. Und dann nach und nach hier die Kollegen aufs Korn nehmen. Und natürlich ein bisschen Zielwasser. Ihn schon durchs Cockpit erschossen. Ja, manchmal bewegen die sich nicht mehr, die Schiffe. Ich glaube, dann sind die schon tot. Oder man hat die Engines abgeschossen. Könnte ja auch sein. Ich kenne mich da mit der Alien-Bauweise da nicht so aus. Ja, das hatte ich auch schon mal. Ja, es gibt ja Leg-Pip und Lead-Pip, da müssen wir uns natürlich auch mal dran gewöhnen. Man sagt so im Allgemeinen, wenn man jetzt nicht den absoluten Favoriten hat, sollte man eher mit Lead-Pip arbeiten. Ne, das ist dann halt der Pip immer auf dem Schiff drauf. Der Leg-Pip, der ist halt dann letztendlich, da müsst ihr auf den Pip dann zielen. Der hängt dann so ein bisschen nach, ne, deswegen Leg. Ne. Genau, Lead-Pip ist der da vorne ist. Der trifft, da schießt ihr halt drauf und dann trifft er halt immer das Schiff, die Mitte. Und beim Leg-Pip, der hängt halt hinterher. Und da könnt ihr dann speziell auch Ziele, könnt ihr dann das Cockpit aufs Korn nehmen, Türme. Aber das ist halt speziell super für große Schiffe. Ne? Bei kleinen Schiffen, wie gesagt, wer das nicht favorisiert, der kann das natürlich machen. So, ich kann ja mal kurz umstellen, dann seht ihr den Unterschied. So, gucken, ob wir noch einen haben hier, da oben. So, ne, das ist jetzt der Leg-Pip und da müssen wir halt immer so... Müssen wir halt immer so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in den Strahl fliegen. So mit der herhalten. Macht auch Spaß, ne? Aber wie gesagt, bei kleinen Schiffen dann eher den Lead-Pip machen. Der ist ein bisschen einfacher. So, Welle 9. Mittlerweile haben wir 5 Respawns, ne? Das nimmt auch so ein bisschen zu. Aber das heißt nichts. Es kann auch sein, dass in der 9. Welle alle Respawns draufgehen. Ne? Kann möglich sein. Am Anfang heißt es immer so ein bisschen, die Venduls, die noch weiter auseinander gestreut sind, schnell wie möglich aufs Korn zu nehmen, bevor die sich dann sammeln. Ne, aber läuft ja. Komm. Leider nicht mehr. War zu nah, der Kollege. Aber egal. So, lassen wir die Rakete da oben. Jo, next one. Wo ist er? Ja, wenn man dann so ein bisschen schwummerig ist, dann sieht man immer nicht die Pfeile irgendwie, finde ich. Da kam der Rötti aus dem Hintergrund und hat das Ding erledigt. Sehr gut. Klar, wenn du dich wunderst, warum wir einfach platzen... Dann bist du das. Dann bin ich da. Gleichfalls. Du hast mir auch schon einen vom Leib gehalten, ne? Ja. Ey, aber ich achte da, ich sehe dich nur ab und zu mal vorbeifliegen. Ich glaube, der andere Kollege ist gar nicht mehr da, oder? Nee, der ist schon weg. Der hat eingepackt. Der hat eingepackt. So, wollen wir uns hier mal auf dem Weg den kleinen Schraubenschlüssel mitnehmen hier. Und werden uns hier gleich mal den hier vornehmen. Das ist so ein Lightfighter. Gut, da brauchen wir jetzt keinen. Aber jetzt seht ihr schon, jetzt joinen schon Alphas, ne? Und die Namen, wenn du willst, die kommen dann zum Schluss.
und die halten auch schon ein bisschen mehr aus. Ich finde, das macht so, das hat mal so einen leichten Vorgeschmack auf Squadron 42 dann irgendwann. Wenn wir dann so in dem riesen Kampfgeschwader und im Hintergrund sind dann die Mutterschiffe noch von den Bandits im Start. Ja, das wird schon echt spannend werden. Freue mich total drauf. Leider nur als Singleplayer, also glaube ich zumindest. Aber wird schon so sein. Aber ich denke mal auch im Verse, wenn wir irgendwie irgendwann die Möglichkeit haben, in solchen großen Battlen zusammenzuspielen. Ja, die Munition, die braucht man nicht unbedingt. Die ist eher für ballistische Munition da. Ne, dass ihr da wieder Nachmunition mit Tank braucht man, wie gesagt, auch nicht. Ne, dafür ist das schnell vorbei. Raketen und Schraubenschlüsseln sind eigentlich so die wichtigen Sachen. Aber das seht ihr hier unten, euren Self-Status. Ne, dann müsst ihr gucken, wenn ihr rot seid. Dann solltet ihr euch einen Schlüssel nehmen. Und wenn ihr... Zack, den hast du erledigt. hab ich gespürt, einen leichten Windhauch. Und genau. Wenn ihr keine Raketen mehr habt, dann könnt ihr die da einsammeln. Das ist eigentlich gerade relativ entspannt. Ne? Am unentspanntesten wird es wirklich, wenn so 5 Venduls um euch rumschwirren. Ne? Dann lieber erstmal Gas geben, die auseinanderziehen. So, jetzt sind wir in Welle 9, jetzt kommen irgendwann die Ace-Pilots. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Aber wie immer, erstmal so ein paar einfache rausnehmen. Dann stören die einen nicht. Und natürlich treffen, ne, logischerweise. So, aber das Schöne ist halt, dadurch, dass Rotti da ist, teilt sich das halt so ein bisschen. Ne? Sonst würden die jetzt alle zu mir kommen. Ne? Das ist wirklich eine Katastrophe, sage ich euch. Aber machbar. Kein Problem. Nur man stirbt halt öfter. So, deswegen werden Rotti und ich jetzt auch gleich noch im Anschluss den Pirate Swarm durchspielen. Hoffe ich zumindest. Machen wir auch nochmal einen Gast. Und da werdet ihr sehen, das ist eine andere Nummer. Da kommt zum Schluss auch eine Hammerhead. Ne? Aber wir werden das mit 2 Arrows versuchen. Gucken, was schaffen. Das Problem ist so ein bisschen, wenn ihr im Kampf Waffen verliert, dann kommen die nicht wieder. Außer ihr werdet zerstört. Also da könnt ihr Schraubenschlüssel einsammeln, bis ihr schwarz werdet. Da passiert nichts. Ne, da müsst ihr halt erst das Schiff zerstören, dann sind die wieder da. Aber wie gesagt, solange dass die Dinger da oben sind, diese Bulldog-Repeater, ist das schon okay. Das ist machbar. Also die Penta-Laser-Repeater sind ein bisschen problematischer. Das ist halt auch das Gute an der Arrow, dass die halt ihre Waffen hier hat. Ne, unter den, da so, am Rumpf. Ne, das heißt also, wenn eure Flügel ab sind, was halt mitunter auch passiert, dann habt ihr noch alle 4 Waffen. Ne, das ist halt das Schöne daran. Da gibt es halt Schiffe, da ist das nicht so. Ja, danke. So, das war's, Rötti. Yo. Easy peasy, oder nicht? Aber wir haben jetzt den... Ja, weil es wird nicht so schwer mit 2 Leuten. Aber man kriegt jetzt nicht diese Glaive oder so, ne? Freigeschaltet. Doch, genau. Wenn ihr im Multiplayer, das wollte ich nämlich noch sagen, im Multiplayer-Modus, das ist wichtig, nicht im Singleplayer-Modus, den Glaive, den Vendul Swarm durchspielt, dann bekommt ihr, seht ihr da oben, ne, jetzt gerade hinter dem Dings, hinter diesem Score-Tabelle, dass ihr die 2946 Aggressor unlocked habt und ihr könnt jetzt die Vendul Glaive theoretisch im Store kaufen. Das gibt's aber im Moment nicht. Aber ich glaube, wenn ihr die Möglichkeit habt zur Intergalactic Aerospace Expo oder zur Alien Week oder sowas in der Art, dann kann es sein, wenn dort die Glaive angeboten wird, dann könnt ihr sie dann erwerben. Wenn ihr das nicht durchgespielt habt, dann nicht. Ne? So ist das, glaube ich, gemeint. Ne? Damals war es halt dann so und jetzt ist es halt so geregelt. Ne? Das ist halt leider so. Ne? Die Glaive ist halt, glaube ich, ein bisschen limitiert worden. Haben sie noch nicht angepasst, denke ich mal. Gut, dann gehen wir zurück ins Menü. Jawohl.
Ich hab noch gehört, dass man könnte eventuell auch fragen bei CIG. Das kann man auch, stimmt. Genau, und wenn man Glück hat und einen auf dem richtigen Fuß erwischt, dann kann man da diesen, wie heißt das dann? Dieses, so einen Namen dafür, diese Option, die dann kaufen dürfen. Weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie. Keine Ahnung, wie das heißt. Nettigkeitsbonus? Ich weiß es nicht. Nee, aber wie gesagt, das stimmt. Das haben wohl einige schon gemacht. Die wollten unbedingt dann die Glaive haben und gesagt, Mensch, bitte und hier, ich habe freigespielt und wäre das nicht. Und dann haben sie das halt gemacht. Ist aber, wie gesagt, eigentlich kann auch sein, dass sie das jetzt nicht mehr machen. Ne? Genau, dann geht's weiter. Jetzt im Multiplayer ebenfalls. Jetzt starten wir den Pirate Swarm. Der ist ein bisschen knackiger auf jeden Fall. Das werdet ihr gleich sehen. Da werden in der ersten Welle, hatte ich ja gerade schon gesagt, wenn ihr das alleine spielt, kommen schon drei Schiffe. Ne, die nicht ohne sind, also allein schon eine Reliant, ne, kommt da an, die wirklich ein paar Schüsse braucht. Und beim Vendor Swarm im Vergleich dazu ist es dann halt nur eine Blade. Ne, also das alleine schon, daran sieht man es schon. Und zum Schluss kommt halt eine Hammerhead. Ne, und die halt mit einer einzelnen Arrow klein kriegen geht, aber ist schwer. Ne, also das ist, wie gesagt, nicht von schlechten Eltern das Ganze. So, da ist er ja, der Rötti. Zack und zack. Ne, ihr müsst im Menü sein, das heißt einfach draußen im Hauptmenü, ne, wo ihr normalerweise ins Verse geht, da befindet ihr euch, da bekommt ihr dann die Einladung und dann nehmt ihr die dann an und dann seid ihr hier, also ihr müsst nicht in Arena Commander geht, ne, und dann ist der Rötti da und dann, wie gesagt, das gleiche wie eben. Ich guck nur gerade mal im Situation. Ja, mach das mal, kontrolliere das mal, besser ist das. So, jetzt sehe ich ja hier bei Vehicle Weapons, Bulldog Repeater, CF117. Mhm. Und Weapon Right und Left Wing CF337. Okay. Das ist alles ausgerüstet. Dann lag das vielleicht wirklich am Leg-Pip vielleicht. War das jetzt beim Lead-Pip auch noch? Ja, ja. Ich habe einmal dieses ganz kleine fitzlige Kreuz. Hast du vielleicht eine davon, hast du Gimbals dran? Kannst du das? Guck mal, ob du noch Gimbals dran hast, aber eigentlich ja nicht bei Penta Laser Repeater. Du hast Penta dran, ne? Richtig. Oder Badger. Nee, an den Flügeln habe ich die 337 Penta, das sind okay. Ja Size 3. Ja. So. Und die CF117, die Bulldog, das sind Size 1. Hast du am Turm? Die sitzen oben auf dem Turm, so. Und das ist echt komisch. Es gibt ja einmal diesen ganz kleinen fitzligen Pips, der mit dem Punkt in der Mitte. Ja, das ist aber kein Pit. Du meinst die drei Pfeile mit dem Punkt. Ja, und das andere sind so richtig fette Pfeile. Also es gibt ja einmal den, das sieht aus wie so zwei Groß- und Kleinzeichen mit einem Punkt in der Mitte. Das ist ja, aber nur deine, genau. Deine Richtung, in der sich dein Schiff gerade bewegt. Und der Pip ist ja dieses Quadrat, dieses Viereck. Ja, also eigentlich dürftest du nicht zwei haben, also nicht bei der Bewaffnung. Ne? So, warte mal, jetzt gehe ich hier wieder auf. Bin sofort soweit. Ja, jetzt. Ja. Los geht's. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Das Schwierige an der Hammerhead ist nämlich zum Schluss, dass da auch noch gefühlte 20, ich glaube, Merlins rumfliegen, ne? Waren Merlins, glaube ich, ne? Und die sind echt schwer zu treffen. Erstmal treffen die gut und die sind wirklich wendig, aber wir sind's auch und wir geben unser Bestes. Rötti. Richtig. Wir sind ja nicht, wir fliegen ja nicht zum ersten Mal. Genau. Und auch hier, ne, geht in den, bin ich im Multiplayer? Ja, ich glaube, ich bin im Multiplayer gegangen. Ja, bin ich. Müsst ihr in den Multiplayer gehen, um dann zum Schluss die Pirate-Edition der Caterpillar und der Gladius freizuschalten. Wenn ihr die habt, dann wird die euch auch im Pledge Store angezeigt. Und das wird sie immer. Ne, das ist jetzt nicht abhängig von irgendwelcher Intergalactic Aerospace Expo oder so. Die bekommt ihr dann. Ne, das sind extra Schiffe, das sind keine Skins. Und die habt ihr dann, wenn ihr durchspielt. Aber wie gesagt, Multiplayer muss es sein. Ne? Könnt ihr aber auch mit 10 Leuten machen. Ne? Obwohl, ich glaube, gehen nur 4, ne? Ne, ist irgendwie begrenzt, ne, auf jeden Fall. Aber dann schafft ihr das auf jeden Fall. Ne, alleine, boah, also ich schaff's nicht alleine. Ne, das ist wirklich ein bisschen heftig. So, meine MFD ist schon wieder umgestellt. Muss ich leider noch machen. So, das ist eine Aurora. Die sollten wir hinkriegen. Da hilft mir auch gleich der Rötti. Glaube ich zumindest, dass er das ist. So, da haben wir noch einen anderen hier. Das war Lulu war das. Hast du gesehen? Lulu. So, ich bleib mal kurz stehen. Und werde hier mal ganz kurz meine MFDs klar machen. So, machen wir hier den Shelf-Status hin.
Und hier machen wir den Target hin. Wunderbar. Den Chat machen wir weg. Brauchen wir nicht. So, irgendwo ist noch einer. Wenn ihr den nicht auf dem Radar habt, dann scannt ihr kurz. Ne, dann könnt ihr die auch erscannen. Das geht meistens ganz gut. Da oben seht ihr sie. Da sind die Vierecke. Ne, deswegen da oben werden sie irgendwo sein. Und das ist jetzt leider die Dying Star Map. Und da werdet ihr sehen, teilweise seht ihr nichts. Das ist wirklich katastrophal. Ihr seht halt noch nicht mal die Feinde, die dann irgendwie... Ne, das seht ihr jetzt schon. Das ist wirklich alles ganz schwer zu erkennen. Ne, hier, ne, der Pip, da sieht man nichts. Nix sieht man da. Das ist halt leider nicht so geil. Aber egal. Kriegen wir hin. Ne, das ist jetzt die Reliant hier. Ist ja krass. Oh, jetzt habe ich die, glaube ich, getroffen aus Versehen. Ehrlich, du warst halt. Sehr, sehr, sehr schlecht zu sehen hier. So, da ist gleich der nächste. Und dann haben wir da noch eine Reline. Ja, seht ihr, das ist wirklich. Das sind keine Blades, ne? Und das ist die erste Runde hier. Aber soll ja auch, glaube ich, so ein bisschen so sein, ne? Man soll ja sich auch so ein bisschen steigern. Soll ja auch ein bisschen herausfordernd sein. Soll ja auch ein bisschen Übung sein. Ne? Aber die halten sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als die Venduals. Und auch die im Verse. Also die fliegen hier wirklich gut. Ja, schon was anderes. Ja. So, noch einen. Glaube ich. Ja, doch. Ne? Und immer noch erste Welle, Leute. Ne? Das ist wirklich schon herausfordernd. Also es ist jetzt natürlich dadurch, dass wir zu zweit sind. Oder warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Hä? Nur alleine? Rötti, wo bist du? Ich bin hier hinten, ich komme. Ne, du bist gar nicht in der Party. Zumindest wirst du mir nicht angezeigt, wenn ich F1 drücke. Echt nicht? Ne. Ja. Shit. So, sollen wir hier nicht irgendwo gegenfliegen? Mit Antennen oder so? Ich fliege mal lieber raus. Das ist mir zu. Besser, ne? Was? Hier die Aurora, macht einen dicken. Komm. Dann ist das auch noch eine Clipper, glaube ich. Bisschen zuppelt das hier. Aber läuft. So, hier, wenn F1 zurück, kein Rotti da, ne? Wenn du F1 zurückst, bestehe ich bei dir in der Liste? Ja, sicher. Verrückt. So, ich werde mir mal Dylan schnappen. Den wollte ich auch gerade. Aber egal, dann machen wir den zu zweit. Ja, irgendwie haben wir immer die gleichen. Ne, dann mach ich einen anderen. Ne, aber na gut, dann machen wir zu zweit. Jetzt ist er ja wir schon. Wir wüssten ihn jetzt. Da ist er. Hier eine Gladie. Ja. Guck mal hier hin. Das war knapp. Ui! Da war euch knapp. Da konnte ich sehen. So, dann nehme ich jetzt Hoshi. Jawohl. Du auch, oder wie? Ja, der ist ja... Ja, die sind ja gerade in der Nähe, ne? Ja, du hast wahrscheinlich auch Next Hostile, ne? Ja, natürlich. Oh, der schießt. Der schießt, ja. Aber wir auch. Schraubenschlüssel? Hat der sich den Schraubenschlüssel geschnappt? Hab ich? Ja, hast du. Aber aus Versehen. So, ich nehme jetzt Rocky. Rocky bei... Ach nee, Besant. Ja. So, ich habe keine Lust, immer die gleichen zu nehmen, wie du. Macht keinen Spaß. Ich nehme jetzt hier Bodo, oder wer ist der? Wie heißt der hier? Bodo, oder? Bono. Bono. Gut, Bono. Dann nehme ich den anderen hier. Ja, gut. So, wo ist er? So, da ist er. Lionel. Ja, das ist eine Backen hier, ne? Ihr seht schon, ne? Das ist schon eine andere Nummer hier. Ja, echt. Aber, wie gesagt, alles Übung, alles Training. Wenn man das noch eine Nummer schärfer will, dann geht man halt ins Multiplayer gehen, ne? Da habt ihr dann Spieler. Die machen das dann noch ein bisschen anders. So, hier immer so leichte Mini-Ruckler drin. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ein, zwei, aber das ist nicht störend. Was fliegt hier eigentlich alles rum? Sind hier 1000 Raketen unterwegs? Ja, guck das mal an. Alter. Da haben sie aber was vor, ne? Hauptsache, die sind nicht auf dem Weg zu uns. So, ja. So, dann nehme ich mir mal Bailey vor, Greenfield. Ich habe momentan gar kein Ziel hier. So, dann können wir mal eine Rakete hier mal auf den Latz jagen. Das macht der hier auch. So, hier. Sully. Ja, da hat er abgewehrt, ne? Guck mal, da fliegen die Flares, ey, der kleine Sack. Es läuft nicht so, aber es kann auch an der Map liegen, dass er wieder mit dem Nebel nicht irgendwie so richtig klarkommt. Hier, guckt euch das an, da fliegt er rum hier, ne? Aber kann er ruhig, das können wir auch. Wenn die Ruckler nicht drin wären, Mann! Also, Ruckler im Arena Commander, das ist schon peinlich, finde ich. Also, das sollte aber nicht sein. Ja, ich denke, der liegt bestimmt an Nebel, vermute ich mal. Oder vielleicht an deiner Aufnahme? Nee, nee. Nee, er ruckelt ja auch immer an den gleichen Stellen, also. Da beschossen, ne? Guckt euch das an. So, müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Müssen wir mal ein bisschen flüchten hier. Ich weiß auch gar nicht, wenn die mit einer Cutlass kommen, ne? Ja. Ist der Turm da besetzt? Hast du das gesehen zufällig? Das weiß. Nee, ich glaube nicht. Ich hatte eine gerade, die war ganz langsam vor mir. Also, da bin ich hinterher geflogen und da war. Hat sich der Turm nicht gerührt. Das. Die sind gut, ne, hier. So, wollen wir uns mal einen kleinen Schraumschiff gönnen hier. Wenn ich ihn dann treffen würde. Hast du einen eingesammelt, oder? Nee. Ich hatte gerade irgendeinen eingesammelt, ja. Ja, das, Freunde, das ist natürlich der Nachteil, ne, wenn ihr mit Kumpels das macht. Ne, die schnappen euch dann immer die guten Sachen weg. Aber gibt auf jeden Fall nur Vorteile. Ich hab den schon den komplett zum Club geschossen, aber der ist auch nicht tot. Ja, irgendwann drehen die sich auch manchmal, dann trifft man total schwer. Ja, wir werden dann nachher mal, zumindest werde ich es mal versuchen, aus Übungszwecken, die Hammerhead mal mit dem Legpip aufzuschalten und mal so nach und nach mal so die Türme erstmal wegzuballern. Ja, dass die nicht mehr schießen kann. Das ist auch eine gute Idee. Dann werden wir uns erstmal um die Merlins kümmern. Erstmal die Hammerhead liegen lassen. Und wenn die alle weg sind, dann kümmern wir uns um die Hammerhead und knallen erstmal die Türme weg. Weil das ist halt das Schöne am Legpip, ne? Da könnt ihr halt die Türme wirklich richtig schön anvisieren. Ne, das ist super. Oh, ich hab Chris hier, Risollo. Weg damit. Weg damit. Ja, ja, ja. So, der ist aber weit weg. Na gut, dann wollen wir mal hier schon mal eine Rakete hinballern. Machen wir mal zwei vielleicht. Was bitte? Der hat gesagt, ich bin ein Strandsohn, hat er gerade gesagt. Beachball? Ja, Son of the Beach, hat er gesagt. So, wir haben eine Cutlass. Die könnt ihr natürlich auch schon mit einem Leadpip auseinandernehmen, ne? Gar keine Frage, das geht. Aber ihr seht, die drehen sich gut ein, ne? Das machen die schon alles sehr, sehr gut. Dann kann man natürlich hier so ein bisschen gegensteuern, indem man so ein bisschen boostet. Ja, dann schießt einen anderen noch einer mit der Rakete hier an. Ja, dann muss man natürlich den Typi auch mal irgendwie ein bisschen hier reinkriegen ins Visier. Das macht er aber auch, nicht schlecht, ne? Wir kriegen das auch. So, jetzt ein bisschen Pausen hier, müssen wir mal ein bisschen kreisen, damit er so ein bisschen mal uns ablässt. Aber ich glaube, wir gehen lieber auf Nummer sicher und geben mal so ein bisschen Gas hier.
damit wir uns ein bisschen erholen können. Denn wir sind rot. Übrigens, Rötti, der nächste Schraubenschlüssel ist meiner. Nur mal so als Hint. Oder okay. Hint einer. Den holen wir uns jetzt. Weh, du sammelst jetzt einen Schraubenschlüssel ein. Nee, ich mache hier gerade noch einen lang. Aber ich brauche gleich auch mal... hier, Vollgas. Ne? Ich habe keine... ich habe keine Flares mehr. Oh, da ist eine Station. Die habe ich nicht gesehen durch den Nebel. Oh, das ist super. Ja, das ist ein Nachteil, Freunde. Ne? Der Nebel, das ist wirklich unfassbar schlecht. Ne? Aber das ändern die, das wissen die. Ne? Das ist nicht super. Ne? Aber kein Problem. Wir kriegen bestimmt noch einen Respawn dazu. So, das ist auch manchmal so. Dann guckt ihr irgendwie so. Da geht ihr einmal mit F4 in die Außenansicht, geht wieder in die Innenansicht und das ist alles wieder gut. Nur leider sind dann auch die MFDs wieder verstellt. Logischerweise, ne, warum sollten die auch so bleiben, wie man sie eingestellt hat? Macht gar keinen Sinn. Aber wir müssen erstmal die Welle hier erledigen. Danach stellen wir sie dann wieder um. So, hier, Räuben. Räubenblumen. Die alte Karnevalratte. Wie bitte? Bestimmt Holländer. Räuben? Räuben. Boah, hier ist er. Alter! Boah, das war aber... Was ist denn hier los? Die hängen hier alle auf dem Punkt. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier mitten an der Station. Aber hast du Gegner oder fliegst du einfach nur um die Station? Ja, ich habe Gegner hier. Die sind hier alle an der Station. Nur hier Bacattis. Ja, bin ich ja unruhig. Ja, mach dir keine Sorgen. Ich habe viel zu tun hier. Zack, Katze ist weg. Das hört sich gut an. Eine Katze ist weg, war das. Ja, richtig. Ah, und ganz schön viele Katleten hier, ne? Ja. Die schießen auch aus mehreren Rohren, habe ich den Eindruck. Ja, die schießen gut. Also sind wirklich... So, aufpassen, dass sie schwarz vor Augen wird. Wie bitte? Wie bitte? Schon wieder Strandzone gesagt. So, du Hund. So, jetzt mal schnell die MFDs umstellen hier. So, zack, zack. So, ich hoffe, das lohnt sich noch. Schon wieder. Obwohl, nee, sind gar nicht rot. Oh, da habe ich, glaube ich, gerade aus Versehen einen Schraubenschlüssel eingesammelt. Sehr, sehr schön. So, dann schnell ausschalten, bevor die sich sammeln hier, die Jungs. Ja, ich fliege zu Bryce. Gut, ich zu William. Aber ich glaube, der will zu dir. Aber ich fange ihn ab. So, da komm. Echt zu dir, ne? Guck dir das an. Dann schicken wir dir mal von der Seite meine Rakete. Oh, hier. Ich werde angegriffen. Ich muss hier leider... So, haben wir eine Gladie. William, den kann schon hier jetzt, ne? William Koffer. Oh, komm schon. Oh, meine Kniffe sind immer so schnell alle. Naja, so. Mann. So, Niki Gani war das. So, ist der nächste? Ist der bei Rötti ist. William Caulfield. Ja, ja. Bruder von David Copperfield. Genau. So, ich bin da. Sehr gut. Fliegen auch schon besser, muss man sagen, ey. Die fliegen gut, ja. Aber nicht gut sehr genug. Gut. So, kommt her!
So, jetzt ist wieder keiner auf dem Radar, dann scannen wir mal. Wenn nachher die Hammerhead kommt, sollten wir... Sollten wir eventuell auch noch Verstärkung bekommen von ein paar NPCs. Ich hoffe, die kriegt man auch, wenn man zu zweit spielt. Ja. Ich glaube, ja. So, ich gehe auf Masut. Tutti. Tweet. Der ist 14 Klicks weg. Aber den werde ich mal zwei Raketen hinschicken. Ich glaube, der ist fast näher hier. Da ist er. Deine Speckbacke. Obwohl? Weiß ich nicht so genau, ne? Tyson, ich nehme Tyson. Ist der jetzt näher oder nicht? Hat er wieder Flares geschossen? Ich glaube, ich habe auch keine Rakete habe ich getroffen bis jetzt. Ja, die kannst du, glaube ich. Raketen benutze ich eigentlich gar nicht. Ja, doch, mal so weiten. Auf die Hammerhead können wir die nachher ruhig ballern. Ja, ja, aber. Also, ich glaube, du bist ja eigentlich auch immer viel zu nah dran, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber du kannst ja Raketen auch so abballern, ne? Wenn du sicher bist, dass du triffst. Sag nicht, du bist auch schon wieder auf dem hier. Hinten! Zack! Du machst mich fertig. Als wenn es hier keine anderen Gegner gibt. So, ich gehe jetzt auf Masut. Masut. Ja gut, ist auch der Einzige, der gerade hier ist, glaube ich, ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist hier auch so, dass das ein bisschen weniger werden. Das dürfte jetzt eine Warden sein, genau. Ich glaube, das ist auch schon die ganze Welle. Und ich glaube, die nächste Welle dürfte dann, glaube ich, nur eine Conny sein. Okay. Das sind halt ein paar, ja, die sind ein bisschen stärker. Aber das Schöne ist halt, zu zweit, ne, sind die natürlich dann auch ein bisschen anders ausgerichtet. Ich muss mal aufpassen, dass der einen nicht trifft. Los, Nahenschuss. So, gut, dass man hier noch keine Idris hat, ne? Obwohl, naja, eigentlich wär's cool. So, brauchst du den Schraubenschlüssel, oder? Mir ist egal, nimm mal. Okay, dann nehme ich. Mir geht's gut. So, Welle 7. Sehr, sehr schön. Den haben wir da. Das ist wieder eine Warden. Den Köden Yardim. Das ist ein Däne. Meinst du? Ja. Alles vertreten hier. Dänen, Holländer. So, da haben wir keine mehr. Wir müssen mal ein paar Raketen einsammeln, glaube ich. Oh, der hat getroffen. Sehr schön. Ja, die habe ich sogar gesehen. So, sehr, sehr gut. Dann nehmen wir uns mal den hier vor. Irgendwas mit A. Ja. Ich hoffe, dass uns noch nicht schwarz vor Augen wird. Das ist nicht schlecht. Ah ja, das ist schon eine Merlin. Ne? Seht ihr hier, wie die flitzt, ne? Und ballert. Also dieses ist wirklich... Das sind wirklich Drecksviecher. Aber wenn man so trifft... So schnell weg. Wenn man sie trifft. Wenn man sie trifft, ja. Komm schon. Oh, die hält aber gut aus, ey. Ja, ich muss mich auch ganz schön. Ich hab hier eine Gladio, das ist gar keine Merlin. Nee, das ist eine Merlin. Ja, dann bist du auf einem anderen. Boah. Ja, aber teilweise zuppelt es auch ein bisschen, muss ich sagen. Rot. Mann, ey. Boah, ich brauch den Schraubenschlüssel. Warte, ich halte den vom Leib hier. So. Zack. Ja, das ist wie so ein Moskito, ne? Der gut geleckt hat. So, was haben wir da? Das ist eine Andromeda. Genau, die ist ein bisschen schwerer zu knacken. Da würde ich sagen, nehmen wir erstmal den anderen. Geht drauf, ne? Würde ich sagen. Nehmen wir erstmal hier die Gladius. Und dann nehmen wir uns zusammen vor, ja genau. Michi. Zack. Sehr gut. So, jetzt die Conny, ne? Genau. Raketen einsammeln, ja.
das wäre dann auch schon die siebte Welle. Sehr, sehr gut. Das Opfer ist da die Gegend, diese. Ja, ja. So, hier könnte man jetzt zum Beispiel schon mal... Oh, bist gegen geflogen? Ja. Hast du aber mitgenommen. Oh ja, sehr gut. So, ist Rötti mittlerweile da? Nee, immer noch nicht. Contact. Elite Units on route. Okay. So. Varg. Ich nehme mir mal Varg vor. Oh, das ist ein Andromeda. Nee, ich nehme mir nicht Varg vor. Außer das andere ist auch ein Andromeda. Dann kommen wahrscheinlich nur zwei Andromedas. Jo, sind zwei Andromedas. Dann lass uns erstmal Varg nehmen, oder? Ja. Muss mal eben hier meinen Dings wieder umschauen. Ah, ich brauche dich aber jetzt. So, wo bist du? So, hier können wir uns schon mal... Oder wen? Varg. So, ich werde mir jetzt mal den Lead-Pip hier vornehmen. Mal gucken, ob wir dem so ein bisschen das Geschütz hier auch rausnehmen können. Ja, müssen wir so ein bisschen dichter ran, natürlich. Ah, wir haben Viktor hier. Wir sollen erstmal hier die Kleinen wegmachen. Sind Kleine da? Ja, ja, Viktor. Echt? Was hat der für ein Schiff? Eine Buccaneer oder eine Atlantis. Kann ich jetzt gar nicht sehen. Okay, sehe ich gerade nicht. Auf meinem Radar. Mich macht hier gerade der Kollege Varg hier so ein bisschen. Dann flieg vielleicht erstmal weg. Ja, ich flieg erstmal weg. Genau. So, der ist weg. Ja, das Ding ist natürlich, dass das Radar einem natürlich die größeren Schiffe eher anzeigt und dass, wenn zum Beispiel kleinere Schiffe dabei sind, dass ihr die dann gar nicht seht, weil die halt in dem in der Signatur der Großen dann halt verschwinden. Ja, ja, hier sind auf jeden Fall kleine. Ja, aber diese Nebel, ne? Ich find's ganz grottig. Alter. So, ja, ich habe wie gesagt nur die Andromedas drauf. So, jetzt ist das kleine Vieh weg, glaube ich. So, ich hau mal drei Dominator auf den Varg. Dego habe ich jetzt hier noch. Ist auch noch ein kleiner. Ja, mach ihn weg. Zack, weg ist er. So. Hat noch geflucht, hast du gehört? Ja, so, Varg. Jetzt sehe ich auch Varg. Ich habe die ganzen Kleinen hier weggemetzelt. Hier, die habe ich gerade gesehen. Die waren wohl alle bei dir. Ja, ja, ich habe die alleine gemacht. So, bist du an Varg dran? Ja. So, ich sehe, die Schilde sind down. Dann werde ich mal hier ein paar Raketen zünden. Mal gucken, ob sie ankommen. Irgendwie gar nicht. Fliegen die sonst wohl lang? Aber da kann er ja noch nicht mal die Flares gezündet haben, also so wie die geflogen sind. Oh, hier haben wir noch einen kleinen, oder? Oder ist das die andere? Ah, ne, ist die andere. Okay, dann trotzdem erstmal Varg. Du kannst jetzt richtig schön hier mit einer Fassrolle. Schön mit einer Fassrolle hier. So, ich wollte doch den. Zack, der Arschbomb. Sehr, sehr schön. So, wollen wir nochmal ein paar Raketen mitnehmen hier. Für die Hammer gleich. Und werden uns dann mal die andere hier vorknöpfen. Kannst du mich nicht verkneifen, welchen Score hast du? Das ist wichtig, ne? Ja, musst du nicht antworten. Das ist wichtig. Egal. Ist egal. Mit deinem Team. Ja, ich glaube, ich nehme doch erstmal den Lead-Pip. Einfach mitten auf die 12. Außerdem, die dreht mir auch noch ein bisschen zu schnell hier. Ah, hier, ne? Seht ihr, beide Türme sind am Schießen hier. Total gut. Bist du dran an Masaku? Ne, ich bin erst mal weggeflogen, weil meine Schilde waren gerade unten. Ach so. Aber ich fliege wieder zurück. Ich fliege jetzt nach Mel. Mel habe ich jetzt hier gerade. Nee, auf. Mel ist schlecht. Masaku, oder wie der heißt. Wieso ist Mel schlecht? Weil das eine Conny ist hier und, Nee, Mel ist keine Conny. Ja, aber der hier. Und ich bin da dran. So. Okay. Aber ich glaube, ich kriege noch alleine hin. Ja, ja, weg ist er. So, mal auf jeden Fall hier kann ich den Schraubschlüssel haben? Nee. Oder? Den habe ich mir sowas von verdient. Ja, ich brauch dir einen, aber egal. Ich auch. Ja, gut. Ich habe nur noch drei Respawns. So, ich habe mir jetzt mal hier den
So, neue. Das ist eine Warden. So, ich habe eine Gladius, den werde ich als allererstes erstmal wegnatzeln. Welle 9. Nur wenn er das sagt, muss ich an Otto denken. Da gibt es auch einen Film, da sagt er das. Ich glaube, den mit Amboss. Der, ja, ja. Ist ja geil, ne? Du kannst ja mit der Array jetzt wirklich hier eine Warden ausmanövrieren, ne? Ja. Mit Gladius nicht so. Fliegen echt gut, ey. Fliegen gut, fliegen gut. Muss man sagen. Tänzeln. Treffen mich, ich treffe mich. Und jetzt hat er mich tatsächlich erwischt. So, du kannst den Schraubenschlüssel haben, wenn du willst. Brauche ich nicht mehr. Na, dann nehme ich. Ich bin gerade abgeschossen. Aber erstmal machen wir hier den Kollegen hier weg. Den Gavin Rufio. Ich habe jetzt hier Marlin. Ja. Ist das okay? Hat er die jetzt eingesammelt oder? Nee, hat er nicht gemacht. Nur noch mal hin. So, die Raketen will ich eigentlich auch noch haben. Nur noch mal durchfliegen. Der denkt sich auch mit seiner Warden hier. Was macht der denn da? Oh, hier nicht Schrott. Ah, oh. So, komm her. So, bist du bei der Warden dran? Ja, ne? Ja, ja. Sehr gut. So, jetzt sammle ich mir mal einen hier. Alter. Das war aber haarscharf, ey. Wolltest du auch mal haben, oder was? So, Freunde. Jetzt kommt die Hammerhead. Jetzt kommen hoffentlich ein paar Kumpels dazu. Aber wir müssen erstmal jetzt die Merlinse ausschalten. Die sind nicht ohne, sag ich dir jetzt schon. Okay. Das ist die Hammerhead da hinten. Die leuchtet jetzt schon. Da fliegen wir erstmal gar nicht hin. Ja, da ist sie. Ah, nee, das ist schon eine Merlin. Sehr gut. Dann werde ich die Merlin schon mal einverleihen mir. Jemand? Ja. Sehr gut. Die haben wir schon mal. Ja, ich denke mal, den Rest müssen wir jetzt ein bisschen erscannen. So, da hinten ist der nächste. Aber die Hammerhead, wie gesagt, die wird irgendwann auftauchen. Das ist sie zum Beispiel schon. 9 Kilometer weg. Von der sollten wir uns erstmal fernhalten. Okay. Und erstmal gucken, wo die ganzen Merlins sind. Da oben ist zum Beispiel was. Ja, da fliegt natürlich die Hammerhead hin, aber in die Richtung sollten wir auf jeden Fall gehen. Also Flugrichtung Merlin ist was, aber da oben ist auch was. Fliege erstmal dahin. Ich folge dir mal, ne? Jo. Okay. So, da oben haben wir einen. Das ist Petrio. So, wir bekommen Hilfe. Chris Roberts kommt. Habt ihr gehört, ne? Geil. Sehr, sehr gut. Den nehmen wir mit. Da, da darf die Hammerhead sein, denke ich mal. Jawohl. Die lassen uns mal in Ruhe. Ja, hier ist noch eine Merlin. Aber Rötti ist dran, ich sehe das. Ja, ich muss mal eben hier meine Richtung ändern, so wie schwarz vor. Ja, ja, das ist das Gute, wenn ihr links oben straft, ne, einfach mal ein bisschen die Richtung ändern, dann geht das wieder. Mit dem Straven. Shit! Natürlich treffen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Das ist eine Geschichte. Das ist das A und O am Marino Commander. Treffen. Das ist immer so geil, wenn die Waffen, kurz bevor die Waffen leer sind, denkt man immer so: Ja, jetzt Platz! Ja, genau. So, da unten schwebt die Hammerhead. Ich glaube, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir es schon. Können wir nochmal scannen, einfach um sicher zu gehen. Oder oben ist noch einer. Ich glaube, Rötti ist schon dran, ne? Nee, ich bin noch nicht dran. Aber ich könnte jetzt dran gehen. Da ist noch eine Merlin. Ja, habe ich. Ah, da ist ein anderer, siehst du? Aber das ist, glaube ich, ein NPC-Kumpel.
ne? Ja, ja, die sind schwer zu treffen. So, dann scannen wir nochmal. Gucken wir nochmal, ob noch irgendwo was ist. Da sind noch ein paar. Fliegen wir lieber nochmal nach da hinten. Oh ja, da kommt noch was. Oh ja, da sind noch welche. Uccio, auch eine. Trifft man nicht die Jungs und Mädels? Mann, 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 Mann. Wieselflick! Jetzt ist er. Jetzt haben wir es. So, dann ist noch eine Merlin. Die machen wir natürlich auch noch fertig. Ja, wir haben wie gesagt noch ein paar Kumpels hier, das ist ganz gut. Wenn die überleben, helfen die uns natürlich auch noch gegen die Hammerhead. Obwohl, das ist, oh doch, das ist eine Merlin. Das ist, okay. Aber ich glaube, zum Schluss kommen wirklich nur noch Merlins und die Hammerhead, also keine anderen Schiffe mehr. Ja, guckt euch das an, ne? Die umkreist einen hier wie verrückt. Nützt die aber nichts. So. 4 Respawns haben wir noch. Das sollte klappen. Ich scanne nochmal. Einfach nur mal zu gucken, ob noch irgendwo was ist. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, uff die Hammerhead. Ich werde mal hier auf den Leckpip umschalten und mal gucken, ob wir die Türme so ein bisschen rauskriegen. Und die ein bisschen gut deaktiviert kriegen. Was du mal drauf sagst. Aber da unten ist auch noch was. Echt? Ich sehe hier nochmal. Flieg mal gerade hin. Ah, ne. Schon. So, die sind auf jeden Fall schon dran hier, unsere Jungs und Mädels. Gut. So, werden wir uns mal hier den unteren, hinteren Turret mal vornehmen hier. Gucken, ob wir den irgendwie gefangen kriegen hier. Da ist er. Ja, den müssen wir jetzt hier natürlich reinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob der noch schießt. Ich glaube, der schießt schon gar nicht mehr. Ja, dann müsst ihr halt immer gucken, dass der... Ah, nehmen wir uns mal einen Seitenturm. Nehmen wir uns mal den hier vor. Der muss natürlich durchs Schild durch, ne? Das ist natürlich nicht so einfach. Und man muss halt irgendwie versuchen, da dran zu bleiben. Nicht gegen zu fliegen. Ah, oh, verdammt. Du hast sie aber mitgerissen. Echt? Du hast sie mitgerissen. Jawohl, ja. Da hat sich's gelohnt. Oh, ich bin aber wieder beschossen hier. Alter, schnell weg. Wer beschießt dich denn? Ja, irgendwelche Merlins wahrscheinlich. Was? Frechheit. Drecksack. Na warte, ich komm. Noch eine Hammer. Nee, das hört sich anders an. So, MFDs sind natürlich wieder umgestellt. Also. Ah, egal. Komm. So, jetzt aber hier. Komm, der Leckpip, der stellt sich natürlich nicht um. Ja, gut. Der ist so, ne, kann man nichts machen. Komm. Dann machen wir den noch schnell fertig hier. Und dann haben wir es geschafft. Attacke! Zack! Wuhu! Was hat? Weiß nicht. Was sagt er? Ich bin jetzt ruhig. Nochmal scannen hier, wenn wir irgendwas haben. Ah, doch, da ist noch was. Da hinten. 8000 Meter weg. Da könnte noch was sein. Hier ist auch noch eine Merlin. Ich glaube, die gehört eigentlich auch noch zu den Feinden hier. Würde ich jetzt mal so sagen. Obwohl die weiß ist. Ja, die habe ich mir gerade auch schon gesehen. Ballert die mal ab. Oh, hat Friendly Fire gesagt. Ups. Aber da hinten ist noch was. Das ist bestimmt noch ein Feind. Kann natürlich auch, das ist auch noch eine Merlin. Ich glaube, wenn man die Hammerhead zerlegt, dann sind die Merlins alle verlassen. Aber ich glaube, man musste trotzdem erledigen, glaube ich. Vermute ich mal. Oh, ja. Schießen wir noch eine Rakete hin. Schieß mal ab, ne, oder? Ja, okay, dann schieß halt ab. Ach so. Ja, du, ich schieß mal eine Rakete hin. Schieß sie mal ab, ne? So, das war's. Ne? Ihr habt alle Merlins erledigt. Die Hammerhead ist auch erledigt. Und nachher, wie viele Punkte hast du? Warte, ich muss gucken. 55.188. Oh, nicht schlecht. Ich hab weniger.
Ich habe geübt. Sehr gut. Ja, da oben seht ihr, wir bekommen wieder Racks, ne, 16.000. Und ihr seht jetzt oben auch 2049 Pirate Aggressor unlocked. Das heißt, ihr könnt jetzt die Gladius, die Pirate Gladius, wohl bemerkt, also die rote und die schwarze, kann man fast sagen, mit ein paar roten Akzenten, Caterpillar, im Pledge Store erwerben. Ne, das könnt ihr jetzt halt machen, wenn ihr das durchgespielt habt. Aber merkt euch, es muss Multiplayer sein. Ne? Nicht Singleplayer, da zählt das nicht. Ne? Und Racks könnt ihr aber in beiden Modis verdienen. Also das geht auf jeden Fall. Ja, Rötti, dann vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Pirate Swarm hätte ich ohne dich nicht geschafft, das weiß ich. Dankeschön. Und ich meine, sehr gerne. Genau, und wir schauen mal, was wir im nächsten machen. Hier, Star Marine, müssen wir auch mal wieder ausprobieren. Oha, das ist aber nicht meins. Dann nehme ich irgendwen anders mit. Nehme ich den Gunny mit. Ja. Na, genau, und dann mal gucken, was mit der 3.18 kommt. Irgendwann soll es ja eine Überarbeitung geben hier im Arena Commander mit neuen Maps und so. Da freue ich mich auch schon drauf. Ist halt zum Spielen und Üben total super. Und irgendwann soll man ja auch durch den Simpod, den es im Verse gibt, dann hier direkt aus dem Verse in den Arena Commander kommen. Ne, das würde ich auch noch ziemlich cool finden, weil das ist dann so ein bisschen so wie... Es ist halt nicht eure echte Person, sondern es ist so, so als wenn ihr euch in so ein Tron-Universum beamt. Ne, so kann man das, glaube ich, sagen. So ein Spiel im Spiel. Ne? Kann man das so sagen, Ritti? Ja, ne? Ja, doch, würde ich sagen. So, ne? Gut, dann Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi, ciao, ciao.